Hallo, hier ist das Einführungsvideo zur Wolfix-Plattform. Hier zeigen wir Ihnen, wie man die Grafik aufstellt, welche Funktionen die Plattform hat, sowie die Haupteinstellungen. Zu diesem Video stehen Ihnen Timecodes zur Verfügung, die mit der Suche Ihrer Frage helfen können. Wenn Sie Ihre Frage nicht gefunden haben, wenden Sie sich an unsere technische Unterstützung an. Alle Kontakte sind in der Beschreibung unter dem Video. Öffnen wir die Grafik und machen wir das Format bequem. Wählen wir Ticker, die notwendige Größe des Tickers, Timeframe und Art der Grafik. Bar, Cluster, doppelte Cluster, lineale oder Boxchart-Grafik. Wir wählen Cluster-Grafik aus. Gehen wir zu Timeframe. Da haben wir Tick-Chart, Reverse-Chart, Range-Volume und so weiter. Klicken wir Apply. Die Grafik wurde mit standardmäßigen Einstellungen geöffnet. Jetzt stellen wir sie ins bequeme Format auf. Um Handel zu treiben, muss man die Taste Trading aktivieren. Dann wählen wir die Rechnung, das Instrument und klicken wir Apply. Danach können wir zwischen dem Handelsmodus und normalem Modus wechseln. Zum Handelsmodus haben wir noch ein Video, in dem wir erklären, wie man verschobene Bracket Orders aufstellt und so weiter. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter dem Video. Zuerst stellen wir den Hintergrund der Grafik ein. Setup, Settings, Anderes. Schalten wir das Histogramm Flow by Cell aus, wenn wir es nicht brauchen. Verkleinern wir etwas die Schrift. Und machen wir den Hintergrund schwarz. Klicken wir Apply. Dann stellen wir die Farben des Clusters ein. Setup, Settings. Für verschiedene Grafiktypen öffnen wir verschiedene Fenster. Wählen wir Cluster oder Box. Da wechseln wir die Farbe des Profils ins Grau. Und machen die Linie Sideline etwas dicker. Wenn wir diese Linie nicht brauchen, schalten wir sie aus. Off, Apply. Deaktivieren wir auch die Darstellung des Maximalvolumens des Clusters oder Boxes. Um die Farbe in Sideline zu ändern, gehen wir zu den Einstellungen. Setup, Settings, Bar Tick. Bar Setup. Bar Side Down und Bar Side Flat sind für die Darstellung der Barseite verantwortlich. Und jetzt gehen wir zu den Indikatoren-Einstellungen, die standardmäßig widerspiegelt werden. Setup, Studies, Bar Complete zeigt den Abschlossenheitsgrad des Bars in Prozent. Deaktivieren wir dies. Bar Size zeigt die Größe jedes Bars in Ticks. Deaktivieren wir dies auch. COT High, Low Indikator widerspiegelt Delta für jedes Bar im Moment des Updates des Minimums und Maximums jedes Bars. Wir können noch die Zeitraumtrenner aufstellen. Standardmäßig wird die Grafik in Sessions heruntergeladen, also wird jede volle Session widerspiegelt. Auf CME-Börse ist sie von 17 bis 16 Uhr geöffnet. Wenn wir aber die Tagesgrafik anschauen wollen, wählen wir Day, klicken wir Edit und bekommen wir die Tagesgrafik. Dann laden wir noch einen Tag herunter, um die Trennung des Zeitraums besser zu sehen. Und jetzt sehen wir die Tagesgrafiken. Außerdem können wir auf dem ausgewählten Zeitdauer ein Profil aufbauen. Öffnen wir Draw To, aktivieren wir Profil und legen wir das Profil auf den uns interessierenden Zeitdauer auf. Wenn wir entweder auf das Zahnrad oder mit der rechten Taste auf die Grenze des Profils klicken, öffnet vor uns ein Fenster mit Einstellungen Profil. Da können wir Profiltyp ändern. Wir haben Option Extend Right, die automatisch ein neues Profil aufbaut, wenn neue Marktdaten erscheinen. Hier können wir die
Profiltransparenz ändern. Unten können wir die vertikale Histogramm, die kumulative Volumen widerspiegelt, deaktivieren. Hier aktivieren wir auch die VWAP-Linie. Alle ausgewählten Einstellungen können wir standardmäßig speichern und dann werden alle nächsten Profile mit diesen Einstellungen geöffnet. Wir können so viele Profile, wie viel wir wollen, auf eine Grafikzeitdauer auflegen. Jetzt gehen wir zu Einstellungen der horizontalen Histogrammen. In Wolfix-Plattform ist es möglich, gleichzeitig bis zu 6 Histogrammen zu platzieren. Wollen wir zum Beispiel Volumen-Histogramm sowie Delta-Histogramm der aktuellen Trainingssession und Volumen-Histogramm dieser Woche widerspiegeln? Wählen wir dies aus und schließen wir das Fenster. Da links sehen wir unsere 3 Histogramme. Die sind aber nicht sehr gut dargestellt. Deswegen wählen wir Settings, horizontale Diagramm, um jedes Histogramm auf ihre eigene Linie zu sehen. Aktivieren wir Self-Area in jeder Histogramm. Jetzt ist jedes Histogramm auf ihre eigene Linie zu beobachten. Gehen wir jetzt zu den Einstellungen der Histogrammen. Type, da wählen wir Histogramm-Typ. Size, die Möglichkeit, die Größe der Histogramm zu ändern. High, Low, Ray, das sind die Strahlen, die Histogrammgrenzen zeigen. Max Volume Ray zeigt den Strahl des höchsten Preises. Max Volume Only zeigt nur POC-Preis. TPO, Zonen der Preise. Stellen wir sie so ein, dass die Zone des Preises blau und die Zone außer des Preises grau wird. Dasselbe machen wir mit der Wochenhistogramm. Zusätzlich können wir die zweite Zone des Preises einstellen, TPO2, zum Beispiel für 30%. Jetzt gehen wir zu den Vertikalhistogramm-Einstellungen. Gleichzeitig kann man bis zu 7 Vertikalhistogrammen platzieren. Da haben wir sowohl Linienhistogrammen als auch normale, die als Bar auftreten. Brauchen wir zum Beispiel nur Volumenhistogramme, müssen wir dann Delta-Histogramm und kumulativer Delta-Histogramm ausschalten. Im Feld Type können wir bis zu 7 Histogrammen auswählen. Mit Hilfe der Taste Size können wir die Größe der Unterhistogramm ändern. Zum Thema Histogramme haben wir auch ein getrenntes Video. Der Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Kehren wir zu Menu Studies zurück. Timeframe 2 Einstellungen. Timeframe 2 kann man in der Systemsteuerung aktivieren. Wir müssen den notwendigen Zeitraum auswählen, zum Beispiel alle 4 Stunden. Und in den Einstellungen Timeframe 2 kann man Profileinstellungen ändern. TPO Cluster ist die Möglichkeit der Einstellungen der Preiszonen getrennt für jedes Paar. TWAP steht Ihnen für Linieneinstellungen zur Verfügung. Zu Unfinished Auction gibt es auch einen getrennten Artikel. Den Link finden Sie unter dem Video. Volume Fixing Limits kann man auf unserer Plattform sowie auf Boxchart als auch auf normale Cluster-Grafik einstellen. Und jetzt zu den Einstellungen des Limits Volume Fixing. Wählen wir den Zeitraum, eine halbe Stunde, die Bedeutung und die Farbe. Klicken wir New und wir sehen die dazugegebenen Volume Fixing Limits. Als letztes in der Liste sind VWAP-Linien. Jetzt beobachten wir Limits-Einstellungen. Setup, Limit, Volume. Wählen wir die notwendige Bedeutung. Mit der Hilfe der Option Max Value Volume sehen wir nur maximale Bedeutung jedes Bars. Außerdem kann man getrennt die fallenden und wachsenden Bars wählen. Wählen wir die Farbe der Clusterschrift, die Farbe des Hintergrundes und die Farbe der Clustergrenzen aus. Wir können auch Zeit der Limitwirkungen auswählen. Draw Size, das ist das zusätzliche Zeichen der Clusters, um sie besser in der komprimierten Grafik zu sehen. Alert, das ist Aktivierung eines Signaltones bei der Volumenfindung. Repeat,
Das ist die Wiederholung des Signaltones, bis wir es mit der Hand nicht ausschalten. Send, das ist Aktivierung des Push-Nachrichtenversands auf Handy-App beim Alert. Sound ist die Möglichkeit des Ladens eigener Signaldateien. Wenn wir alles ausgewählt haben, klicken wir New. Jetzt sehen wir unsere Limits. Um eingestelltes Limit zu ändern, wählen wir dies, ändern die Bedeutung und klicken Edit. Wenn wir ein neues Limit hinzufügen wollen, wählen wir die Bedeutung, die uns interessiert, wechseln wir die Farbe und klicken wir New. Und da sind alle unsere Filters. Nachdem die Grafik aufgestellt wurde und wir wollen noch eine Grafik mit derselben Einstellung öffnen, können wir Funktion Clone Window benutzen. Setup, Clone Window. Die zweite Grafik wird dieselben Einstellungen wie die erste haben. Wechseln wir zum Beispiel Ticker und stellen wir unseren Arbeitsraum ein. Gehen wir dann zum Hauptfenster, MarketWatch, und speichern wir Layout mit dem Namen. Zusätzlich wollen wir über Modus Independent Mode erzählen. Wenn wir zwei Fenster mit demselben Instrument, aber mit verschiedenen Einstellungen der Limits und Linien brauchen, aktivieren wir dann Funktion Independent Mode und können mit Limits Einstellungen experimentieren. Modus Market Replay ist eine Funktion, die Handel auf Geschickte ermöglicht. Da haben wir auch ein separates Video. Der Link ist in der Beschreibung unten. Und jetzt gehen wir zum Fenster MarketWatch. Die reale Rechnung kann man verbinden, wenn man auf Setup Connections klickt. In der Abteilung Component finden wir Statement. Öffnen wir Equity, wählen wir die Rechnung, Zeitraum und klicken wir Apply. Da sehen wir bestimmte Informationen. Im Fenster Position Control können wir unsere offene Positionen und aktive Orders kontrollieren. In Accounts können wir unsere Rechnungen einstellen. Wenn wir zweimal auf die Rechnung klicken, öffnet für uns das Fenster mit Rechnungseinstellungen. Da können wir die Rechnung in der Trading-Bewertung veröffentlichen, Nickname der Rechnung wählen, die nur wir im Trading-Fenster sehen werden, und die Rolle der Rechnung. Die Funktion Master Slave ermöglicht die Synchronisation der Vereinbarungen aus einer Rechnung in andere. Zu allen Funktionen Master Slave haben wir auch ein Video. Den Link finden Sie unten. Da kann man auch Balance mit Testrechnungen ändern. Wählen wir die Testrechnung, klicken wir Account Size und geben wir die Summe ein. Das wäre alles. Wenn Sie irgendwelche Fragen zur Wolfix-Plattform haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Tag noch.